Wurfarme bei dir mit dran machen können. Dann hast du hier aufgerüstet eigentlich. Ja. Ja. Meine hatte ich aber noch nie getauscht. Aber mit der komme ich einfach nicht klar. Ja. Die ist 20er, ne? Genau. Du bist auch stärker. Bitte? Du bist auch stärker. Mhm. Als erstes hat es das und da kommen wir hier drüber bei Hammer. Genau. Und der 28 kommen wir hier zum Haus, oder? Ja. Mehr bitte nicht. Nee. Kann ich ja. Immer Stück für Stück. Ja, das ist so mein. Ja, das ist, damit man es erkennt. Weil wir ja den gleichen auch hatten. Ich frage mich eigentlich, ob es von diesem Thema zu haben ist. Aber eine ganz einfache Geschichte kann man sich doch mal. Ja, und hier, der Meister persönlich am Pfeile bauen. An Pfeilspitzen einkleben ist das. Das Gute ist ja, dass man heute viele Pfeile kauft ohne eingeklebte Spitzen. Das heißt, mit dem Gerät da tut man die Pfeile abschneiden. Dann kann ich dementsprechend mir die Pfeile genau auf meinen Auszug anpassen, dass ich keine so riesen lange Dinger habe. Wenn ich da teilweise die Leute sehe, dann haben sie 28er Auszug und haben 32er Pfeile. Das sieht dann so aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und das ist dann ein Blödsinn. So. Und was wir machen, wir tun dann die heißen Spitzen, die Carbonpfeil einkleben mit einem sogenannten Heißleim. Der kühlt relativ schnell ab, ist sehr flexibel und hält die Spitzen recht gut drin fest im Carbon. Haben wir die besten Erfahrungen gemacht mit, hält einwandfrei. Super Pfeile von der Firma Berpo. Diese Pentathlon Slim, die gehen nicht ab wie Schmidts Katze, die gehen ab wie Raketen. So, dann hat der Kunde noch drei neue Pfeile. Da kommen mir ein paar schöne Böcke zu, so als Special Edition, dann ein paar voraus, bis sie an den Bestand hat gezeigt. Also. Muss ich gerade mal gucken, den Rückkauf. So was klassisches, schönes, einfaches, das ist. Wir haben hier extra für die Naturbefiederung an den Pfeilen, habe ich so Schrumpfschläuche gekauft im Bauhaus. Die gibt es in allen möglichen Stärken. Da mache ich immer so kleine Stücke weg, wie jetzt hier zum Beispiel. Ne? So, das reicht ja schon, 2 Zentimeter reichen schon. Die fahre ich dann drüber und nehme die dann hier über diese Federkiele weg. Ne? Drehe sie ein bisschen drüber. So, seht ihr, jetzt ist das Ding drüber. Und dann nehme ich mir das Feuerzeug. Und mach es ein bisschen warm, der Schrumpfschlauch, der legt sich an den Schaft an und ich reiß mir die Federn weg. Und dann ist das Ekelhafteste, wenn ich dann die Pfeile hasch und nachher die Federn weggerissen sind. Ne? Super Tipp. Ganz einfach. Legt sich an, hauchdünn. Ich brauche auch keine Angst mehr haben, dass mir die Hände da zum Beispiel die Federkiele, die Haut aufreißen, weil es halten, die sind geschützt, reißt immer weg. Kann ich bei Naturbefiederung genauso machen wie bei Plastikfletschen, weil sehr oft reißt dann die Kiele weg. Ne? Ganz easy. Ne? Nicht verzagen, Hobby fragen. Mal wie gesagt, also wenn ich zum Garten eben zum Umklöpfen gehört, ja schon. Ne? Ja, ja. Also, aber das heißt, für gerade wenn Leute, wo man mitgehen unter Parcours, man ist 35 Pfund eigentlich ja wirklich genug. Also ich weiß viele, wo da ganz schöne Probleme hin, weißt du, mit mehr wie 30 Pfund. Ja. Problem für, gell? Also mit dem Schießen oder ja, was? Ja, klar, mit der Kraft. Ja, ja, klar. Viele haben viel Kraft im Kiefer, aber wenig Kraft in den Armen. Ja, ja. Ja. Yes, it's